Hi, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind mit der Firma Polybauer bei BK Performance. Den Civic, den ihr gerade gesehen habt, der bekommt ein paar Sachen und wir sind jetzt heute hier, um eine Eingangsmessung zu machen, damit wir quasi so einen Ist-Zustand haben. Benny brauchen wir, glaube ich, nicht vorstellen. Der sollte bekannt sein. Christian habt ihr auch schon mal gesehen. 25. Februar 1999. Krass. Du bist Inhaber von der Firma Polybauer. Genau. Was macht ihr eigentlich? Wir machen alles wirklich rund ums Auto. In erster Linie Tuningteile aus glasfaserverstärktem Kunststoff bis hin aber auch zum Verbau von Fahrwerken, Auspuffanlagen, Rad-Reifen-Kombination, alles rund ums Auto halt. Ne? Genau. Sowas. Ja, heute haben wir den Honda Civic Type R hier, unser erstes Projekt für dieses Jahr, wo wir viele Umbauten dran machen werden. Das wird quasi ein Straßentrack-Tool, kann man so sagen. Dafür sind wir heute halt hier bei Benny, dass wir erstmal eine Eingangsmessung machen, damit wir erstmal wissen, wo wir überhaupt stehen. Und ja, schauen dann nachher mal, wenn es fertig ist, wo wir rauskommen. Was soll generell mit dem Fahrzeug alles so passieren? Boah, das ist eine ganze Menge. Also angefangen vorne, Ladeluftkühler von Wagner, Venturi-Ansaugung kommt rein mit Chargepipe. Ein größerer Wasserkühler kommt rein, damit wir die Temperatur ein bisschen runterkriegen. Da hat das Autoserie so ein bisschen Probleme mit, wenn man da Rennsport mitfährt. Klimaanlage rüsten wir raus, damit der Klimakühler halt vom Wasserkühler wegfällt, um da noch ein bisschen die kalte Luft auf den Wasserkühler zu kriegen. Fahrwerk kommt einen KW Clubsport rein, schön auf Rennstrecke eingestellt. Andere Räder mit Semi-Slicks von Yokohama. Schon sehr umfangreich. Ja, viel. Also andere Stabis von Aibach, Sturzversteller von Aibach kommt da rein. Carbon-Motorhaube hat er ja schon, Carbon-Dach kommt dann auch noch rein, von Saibon aus Amerika. Krass, echt Carbon-Dach ja. Sogar. Ja, du sparst du noch mal 4,5 Kilo mit. Wir haben es gemessen, bei uns ist es auch schon drin. 4,5 Kilo haben oder nicht, ja gut, ist nicht günstig. Aber die Kunden wollen es haben, dann bauen wir es ein. Downpipe kommt noch rein, andere Auspuffanlage von Nvidia. Bremsenkühlung haben wir uns bei den Jungs von Speed Engineering machen lassen, das ist auch ganz interessant. Die kommen rum, scannen dir den Radkasten und bauen dann im 3D-Drucker dir eine Bremsenkühlung mit Luftführung. Zeige ich dir, wenn es so drin ist, ist echt cool, bringt bis zu 100 Grad weniger Temperatur in der Bremse. Schon viel. Das ist viel. Ja, andere Bremse kommt dann auch noch drauf, um das Fahrzeug dann besser verzögern zu können. Also eine Vollfolierung kriegt er dann nachher noch von unserem Partner Rap Fever, dass er auch so ein bisschen nach Motorsport aussieht. Und das Ganze soll ein Track-Tool für die Straße werden. Das Ganze lassen wir dann nachher beim TÜV halt abnehmen und eintragen, sodass er legal damit auf der Straße fahren kann. Ja. Sprich, das ist ein Track-Tool, wo du mit zum Track fährst. Genau, du kannst mit dem Auto auf der Achse zum Track halt hinfahren, hast dann Spaß und fährst dann abends wieder mit nach Hause mit. Ne? Ja, schon cool, wenn es keine Trailer-Queen ist, sage ich mal, ne? Und du damit halt auch Achse hinfahren kannst. So sieht's aus, so ist der Plan. Was sagst du motorentechnisch, weil du wirst ja dann hinterher auch die Software dafür machen? Ja, sehr grundsolide Motoren, ne? Also sind ja jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Markt und man kann halt wirklich sagen, was da Honda gebaut hat, ist schon wirklich gut. Also wir wollen jetzt hier eh nicht voll aufs Ganze, ich denke mal so Richtung 400 PS, ne? Genau. Irgendwie, ja, damit fährst du, ich würde sagen, fast bis du in Rente gehst, da passiert nichts, ne? Die Dinger laufen sehr, sehr stabil. Und dafür kann der Motor an sich auch Stock bleiben? Ja. Absolut. Genau. Was hat der laut Fahrzeugschein für eine Leistung? Also 320 PS soll er haben, laut Fahrzeugschein. Bin manchmal gespannt, was bei rüberkommt, wenn wir ihn messen. Wäre gut, wenn wir da halt in dem Bereich schon liegen. Ist halt immer schön zu wissen, bevor man jetzt alles umbaut, ist das Auto gesund im Futter. Ja. Das ist halt wichtig, ne? Deshalb ist so eine Eingangsmessung, wie wir sie jetzt hier schon machen, eigentlich gut. Weil jetzt könnte man schon vielleicht eventuell Problematik, wenn die vielleicht eventuell mit dem Fahrzeug besteht, vorher schon sehen. Ja. Ne? Von daher, lass uns den messen und dann wissen wir Bescheid. PS, 418 Newtonmeter. Das ist gut, ne? Steht richtig, richtig gut im Saft. Das ist immer eine gute Anfang. Definitiv. Der ist komplett Serie gerade. Komplett Serie. Gar nichts gemacht. Alles Serie. Boah. Über 8 PS mehr. Wie kommt sowas zustande, wenn der Hersteller im Fahrzeugschein ja eigentlich was anderes eingetragen hat? Das ist schon mal so ein bisschen eine Seriensteuerung. Man müsste sich jetzt ein bisschen die Kurve anschauen. Wenn du siehst, hier ist so ein kleiner Peak. Ich vermute, das sind auch die 8 PS. Ich kann mal kurz schauen. Ich gehe mal mit dem Cursor rein.
Nee, das steht allgemein. Selbst vor dem Peak sind schon 325. Also er hat die ganze Zeit hier schon über seiner Normleistung. Also gesundes Auto. Ja. Perfekte Basis jetzt halt zum weiteren Tuning. So. Wir fangen jetzt an. Eigentlich falsch rum mit der Folierung, weil ein paar Teile fehlen noch. Okay. So was machen wir dann nochmal zum Schluss eigentlich. Wir bringen ihn gleich halt zu Michael hin, dass der schon mal dann die Folierung macht. Und dann starten wir in den nächsten Wochen mit dem ganzen Umbau. Mhm. Wird dann auch noch durch René ein bisschen begleitet werden. Mhm. Und wenn wir alles fertig haben, dann sehen wir uns hier wieder. Und dann schauen wir mal, wenn du das Software noch drauf machst, wo wir dann landen. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja. Genau, dann haben wir noch ein Problem. Was heißt Problem? Das erste Video, also das jetzt gerade, wird schon ein bisschen eher veröffentlicht, eventuell, als die nachfolgenden. Heißt nicht, dass es in der Zeit nicht weitergeht mit dem Auto, aber die Kunden hatten den Wunsch, das Auto erst selbst zu sehen, wenn es quasi denen ausgeliefert wird. Das heißt, auch die Videos kommen erst, wenn die das Auto schon gesehen haben, und das wird am 25. Mai auf unserem Trackday beim Bilster Werk sein. Da werden wir das Auto dann übergeben, fix und fertig. Hoffentlich auch schon mit dem Carbondach, wenn das dann da ist. Mhm. Alles andere sollte eigentlich klappen. Und dann nach wird es die meisten Videos ergeben. Okay, genau. Da ist dann schon alles abgedreht, da ist das Auto dann schon fertig. Und da bekommt ihr dann, muss ich mal gucken, wie wir das machen, alle zwei Tage, einmal die Woche, könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wie ihr das gerne haben wollen würdet. Nur damit ihr euch nicht wundert, dass, falls dieses Video jetzt früher online gehen sollte, nicht, dass ihr euch wundert, dass dann halt da nichts mehr diesbezüglich passiert. Ne? War jetzt auch ein relativ kurzes, knappes Video, aber wir wollten euch wenigstens einmal Stand der Dinge zeigen, wie es jetzt gerade ist, ein bisschen erklären, was halt gerade so oder was noch in Zukunft mit dem Wagen passiert. Danke, Benny. Gerne, kein Problem. Dann würde ich sagen, sehen wir uns mit dem Projekt am 25.05. geht das zweite Video quasi online. Hast du da schon irgendwelche Designvorschläge oder generell Ideen, was kommt? Die Ideen habe ich immer sehr viele. ist soweit alles bei mir im Kopf. Wir haben von dem Kunden zwei Vorlagen bekommen, allerdings mit komplett freier Hand. Das heißt, wir sollen aus diesen beiden Vorlagen in diese Richtung ein Design entwerfen. Die Farben dazu haben wir hier schon auf dem Tisch liegen.